Liebe Zuschauer, in der letzten Zeit hat sich der Markt wieder ein bisschen mehr Gedanken über Zinsen gemacht. Und Jerome Powell hat die Märkte jetzt wieder ein bisschen beruhigen können. Wie könnte es hier weitergehen und wie sieht es auch in den Charts aus? Das und ein paar spannende Einzelaktien schauen wir uns jetzt an. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Sala Boumidi, Head of Markets bei IG. Grüß dich. Sala, schön, dass du mal wieder hier bei mir auf dem Parkett bist. Da schauen wir uns direkt mal den DAX an. Ich habe es gerade angesprochen, Zinsen. Eigentlich hatte man ja zuletzt gehofft, okay, das Thema ist jetzt erstmal nicht mehr so ein Aufreger. Da geht es jetzt so langsam in Richtung Ende des Zinserhöhungszyklus. Dann kamen die Jobdaten aus den USA, die Zinsängste waren wieder da. Wie schon gesagt, Jerome Powell hat jetzt mit seinen Aussagen irgendwie die Märkte wieder beruhigt. Wir sehen den DAX jetzt wieder fester. Wie ordnest du das Ganze ein? Ja, wir sehen seit Anfang des Jahres eine fulminante Hoffnungsrallye, sage ich. Denn na klar wird jetzt die ganze Zeit dieses Zinsthema gespielt. Die Marktteilnehmer sind sehr euphorisch und ziehen das gerade weiter durch. Powell hatte gestern die Chance, eigentlich die aggressiven Zügel weiter fortzusetzen. Das hat er nicht getan und das bringt praktisch den Markt wieder in diese Euphorie. Laune, Hoffnung ist aber keine Strategie. Hope is not a strategy, sagt man auf Englisch. Und das sollte man tunlichst auch im weiteren Verlauf beachten. Aber es sind zwei Sachen, wo ich sage, ja, ich bin eigentlich pessimistisch aktuell. Der Bärenmarkt hat letztes Jahr schon begonnen. Sehen wir aktuell nicht. Und wir haben ein Vorwahljahr. Wir haben einen superschönen Start gehabt. Viele statistische Indikatoren zeigen eigentlich darauf, dass dieses Jahr durchaus positiv sein kann. Jetzt mal vorausgeschaut. Und das sehen wir auch aktuell im Chart. Ja? Wir haben ganz klassisch die 200-Tage-Linie schon lange durchbrochen. Dieser Bereich 15.500 Punkte ist wirklich ein Deckel, der nach oben durchbrochen werden muss, um diese tatsächliche Fortsetzung vorzunehmen. Ansonsten, wenn wir wirklich über die 15.5 nicht brechen, die Boumidi-Bänder zum Beispiel zeigen es auch, dass da ein großer Widerstandsbereich ist. Wenn wir daran scheitern, dann könnten wir durchaus den ersten Korrekturmodus in diesem Jahr sehen. Der Februar ist grundsätzlich auch kein guter Monat eigentlich. Also Februar ist auch das Wetter meistens nicht so doll, auch wenn es da jetzt ja keinen wirklichen Zusammenhang gibt. Jetzt schauen wir aber auf die US-Märkte stellvertretend hier auch noch auf den S&P 500. Wie bildet sich da gerade das Bild aus und wie siehst du auch fundamental da die weiteren Aussichten? Natürlich eine starke Korrelation zum DAX, ähnliches Bild auch. Wir sehen eine starke Rallye, die wir im breiten Marktindex S&P 500 sehen. Und die Marktteilnehmer in den USA sind genau auch so euphorisch wie wir in Europa. Wir bilden gerade jetzt auch nochmal so einen Test der ehemaligen August-Hochs. Wenn wir die nachhaltig durchbrechen, ist das ganz klar auch ein Ausbruch aus diesem intakten Abwärtstrend, der durchaus nochmal weiteres Momentum mit sich bringen kann. Aber wie gesagt, wir müssen hier nachhaltig drüber schließen und das muss ich erst sehen, bevor ich neue Kaufsignale sehe. Jetzt ist mir die Reise schon mal ein bisschen zu weit gelaufen. Ja, jetzt da einfach nachsteigen würde ich nicht tun. Ich würde eher Rücksetzer abwarten bzw. neue Kaufsignale. Du hast uns auch ein paar Einzelwerte mitgebracht, zwei Einzelaktien, auf die wir jetzt auch charttechnisch blicken. Wo siehst du jetzt da gerade den Hingucker im Bayer-Chart? Ja, ich habe zwei Werte genommen, wie zum Beispiel die Bayer. Wir sind heute hier auf dem Parkett und da habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch mal ein Indexmitglied mit. Die Bayer ist sehr interessant. Bei der Bayer passieren gerade fundamental praktisch Hollywood-Szenen. Ja, die aktivistischen Investoren wollen den Vorstand rausdrängen. Das hat mal Bluebell auch bei Danone geschafft, in der Vergangenheit auch erfolgreich. Und das scheint gerade die Aktie durchaus zu beflügeln. Wir sehen auch charttechnisch eine sehr interessante Fortsetzungsformation, nämlich einen Wimpel. Und dieses Wimpel wird hier gerade durchbrochen, aktiviert ein neues Kursziel. Das ist ganz oft, kann ich die Fahnenstange nehmen und die an die Oberseite projizieren. Das habe ich in diesem Fall getan. Das Kursziel liegt bei 64 Euro. Wir gehen heute schon in Richtung 60. Fundamentale Analysten gehen sogar weiter und sagen 72 Euro als durchschnittliches Kursziel voraus. Und das kann ich mir durchaus in dem defensiven Wert wie eine Bayer vorstellen, weil wir jetzt dieses Kaufsignal generiert haben. Also hier ein Kaufsignal generiert. Vonovia generell, wir haben eingangs über Zinsen gesprochen, ja, und über steigende Zinsen auch, ist jetzt ja für alles im Immobilienbereich nicht wirklich prickelnd. Das heißt, wie sieht hier der Chart aus? Ja, wir sagen grundsätzlich Technologiewerten immer vor, dass Zinsen Gift für die sind. Aber Immobilienwerte, die haben natürlich auch ein Problem mit steigenden Zinsen und steigenden Baukosten, die wir aktuell sehen. Und das ist ein Problem für die Vonovia. Man hat sogar einen Baustopp für Dresden und Berlin vorgesehen. Es könnte sogar noch ein Politikum werden, hoffentlich nicht. Aber charttechnisch sehen wir auch diese Ausgangslage, diese bärische Ausgangslage. Wir sehen hier einen Doppeltop, dann Doppelhoch und das ist ganz oft ein Umkehrsignal. Wenn wir hier die Nackenlinie nach unten hindurch brechen, unter 26 fallen, bilden wir oder aktivieren wir hier ein neues Kursziel, was durchaus diesen Abwärtstrend fortsetzen könnte.
Also da sieht es jetzt nicht so prickelnd aus wie in der Bayer-Aktie, schließe ich daraus genau. Einfach mal. Für den Moment vielen herzlichen Dank und beim nächsten Mal hören wir uns das mit den Bumidi-Bändern, beziehungsweise höre ich mir das mit den Bumidi-Bändern von dir dann noch genauer. Sehr gerne, danke. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, soweit der Blick auf den Gesamtmarkt. Wie sieht es da charttechnisch, aber auch fundamental gerade aus? Und zwei Einzelwerte, die eben aus Sicht des Charttechnikers gerade spannend sind, Bayer und Vonovia. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.